Letzte Woche haben wir angefangen mit Symmetrien. Und eine der wichtigen Themen in der Physik oder Theoremen in der Physik und wieso Symmetrien auch so wichtig sind in die Physik, ist das Noether-Theorem, das besagt, dass jede kontinuierliche Symmetrie mit einer Erhaltungsgröße verknüpft ist. Und letzte Woche, Dienstag, haben wir das Noether-Theorem auch hergeleitet. Nur, dass ich es da nicht als sodanig benannt habe. Und wir haben gesehen, dass wenn ich einen Symmetrieoperator habe, die ich O1 nenne, und O1 ist unitair, also O1 dagger ist die inverse van O, zodat O1 dagger O1 gleich aan de eenheid operator is. Dan weiß ik dat mijn operator met de Hamiltonian commutiert. En deswegen weiß ich, dass der Zeitabgeleite von e hoch plus i durch h quer h mal t mal mein Operator mal e hoch minus i durch h quer h t gleich 0 ist oder der Operator hier erhalten ist. Und ähnlich können wir sagen, dass der Zeitabgeleite von der Erwartungswert von O1 für einen beliebigen Zustand erhalten ist. Oder der Erwartungswert ist erhalten, der Zeitabgeleite ist 0. Damit haben wir gezeigt, dass für jede beliebige Symmetrieoperator es eine Erhaltungsgröße gibt. Also was Emmy Noether in der klassischen Physik für kontinuierliche Symmetrieoperatoren hergeleitet hat, gilt in der Quantenmechanik allgemein auch für nicht kontinuierliche Symmetrieoperatoren. Also für ein System mit Inversionssymmetrie habe ich Paritätserhaltung. Mein Zustand ist entweder gerade oder ungerade. Nun habe ich dazu einige Fragen und oder Kommentare bekommen. Und ein Symmetrieoperator ist unitär. Eine Erhaltungsgröße sind Sachen, die wir messen können. Also Erhaltungsgröße sind normalerweise gegeben durch hermitische Operatoren. Observable ist gegeben durch O2 mit O2 Dagger gleich O2. Also ein selbstadjunkierter Operator. Lass uns annehmen, dass die Domäne gleich sind. Nun, wann mein Hamiltonian mit O1 kommutiert, kann ich der hermitisch Konjugierte nehmen und weil auch mein Hamiltonian hermitisch oder selbst adjunkiert ist, gilt damit, dass auch der Kommutator von der Hamiltonian mit der hermitisch konjugierte von meinem unitären Operator kommutiert. Nun kann ich mein hermitische Operator, die ein Observable definiert,
entweder definieren als ein unitärer Operator plus sein hermitisch konjugierte oder I mal der unitäre Operator minus sein hermitisch konjugierte. Das hermitisch konjugierte von O1 plus O1 Dagger ist hermitisch und damit habe ich damit ein Observable, die hermitisch ist. Im Allgemeinen kann man auf diese Art im Prinzip von jedem Operator zwei hermitisch Operatoren generieren, einmal relatiert an das reelle Teil und einmal an das imaginäre Teil, einmal das symmetrische oder antisymmetrische Teil deiner Operator. Hermitisch und antihermitische Teil meines Operators. Diese Art, um von einem unitären Operator, die eine Symmetrieeigenschaft darstellt, nach einem hermitischen Operator, die ein Observable darstellt, ist nicht unik. Im Prinzip kann ich unterschiedliche Linearkombinationen nehmen, um aus einem unitären Operator oder einer Menge an unitären Operatoren hermitische Operatoren zu definieren. Und eine Art, die wir auch schon gesehen haben, ist zu sagen, wann O1 unitär ist, kann ich ihn schreiben als E hoch minus I oder plus I mal O2, wobei O2 hermitisch ist. Auch hier, wenn O2 hermitisch ist, folgt stringent daraus, dass O1 unitär ist. Ja, gerne. Ich will, dass meine Symmetrieoperatoren unitär sind. Sie müssen Normen unverändert lassen und ich muss immer erlaubt sein, zurückrotieren zu können. Ich will, dass Messwerte reell sind. Also die Eigenwerte meines Operators müssen reell sein. Damit muss mein Operator hermitisch sein. Also ich will einen hermitischen Operator definieren können. Und ich habe einen unitären Operator. Und ich weiß, dass der Erwartungswert meines unitären Operators erhalten ist. Wenn der Erwartungswert von O1 erhalten ist, ist der Erwartungswert von O1 Dagger auch erhalten, weil beide mit der Hamiltonian kommutieren. Damit kann ich O2 definieren, irgendein Operator, ich weiß noch nicht welche, als O1 plus O1 Dagger. Und O1 plus O1 Dagger ist O1 Dagger plus O1 und damit ist dieser Operator hermitisch. Also aus jeder beliebige unitäre Operator und sein hermitisch konjugierter kann ich einen hermitischen Operator definieren. Sogar zwei. Einmal durch die Summe zu nehmen und einmal durch das Unterschied zu nehmen. Weil I mal O1 minus O1 Dagger Dagger ist gleich an minus I mal O1 Dagger minus O1. Auch der Operator ist hermitisch. Was ich hier rein mathematisch zeige, ist, dass wenn ich zeige, dass ein unitärer Operator erhalten ist, und das ist ein Symmetrieoperator, es auch ein hermitischer Operator gibt, die erhalten ist. Damit möchte ich weiter zu Rotationssymmetrie gehen und der dazugehörige Drehimpulserhaltung.
Rotationssymmetrie ist in der Physik eine sehr wichtige Symmetrie. Wenn wir uns Atomen angucken, habe ich immer ein Center, wo das Atom sitzt und Drehimpuls oder Rotationssymmetrie um das Zentrum herum. Aber auch, wenn ich auf der Erde sitze und mich das Universum um mich herum angucke, sehe ich etwas, was rotationssymmetrisch aussieht, wenn ich davon ausgehe, dass Masse egal homogen verteilt ist im Universum. Das stimmt nicht bei aller Wellenlänge, weil ich weiß, dass der Sonne in eine bestimmte Richtung sitzt, aber wenn ich über große Länge mittle, gehen sehr viele davon aus, dass der Masse homogen verteilt ist. Zum Beispiel, wenn man der Infrarot-Hintergrundstrahlung nimmt, hat man da geguckt, ob er rotationssymmetrisch ist und wie viel er bei welcher Wellenlänge abweicht von der Rotationssymmetrie. Also Rotationssymmetrie ist eine sehr wichtige Symmetrie, die man auf sehr, sehr viele unterschiedliche Teile wieder begegnen wird. Wir können ein Hamiltonian definieren, die rotationssymmetrisch ist. Und wenn ich mein Hamiltonian definiere als die kinetische Energie, der rotationssymmetrisch ist, plus ein Potential, der nur von der Länge, von der Abstand zum Nullpunkt abhängt, habe ich ein Hamiltonian, die rotationssymmetrisch ist. Und um zu zeigen, dass dieser Hamiltonian auch tatsächlich mit meinem Rotationsoperator kommutiert, muss ich die Rotationsoperatoren definieren. Also die nächste Frage ist, was sind unsere Rotationsoperatoren? Und wir nennen diese Operatoren R. Und wir müssen zeigen oder wir wissen, dass wenn mein System rotationssymmetrisch ist, dass R mit der Hamiltonian kommutiert. Nun können wir wieder angucken, wie wir unsere Rotationsoperatoren definieren. Und als erstes können wir gucken, wie ein Koordinatensystem rotiert. Also wir können Koordinatentransformationen angucken. Und mein Rotationsoperator nimmt einen Punkt in unserem dreidimensionalen euklidischen Raum und bringt ihn zu einem anderen Punkt. Und wir können den Rotationsoperator schreiben als eine Matrix. Zum Beispiel in drei Dimensionen. Wenn ich eine Rotation machen will um meine X-Achse, um meinen Winkel Alpha, kann ich meine Rotationsmatrix definieren als der X-Koordinat wird nicht geändert und wir haben Cosinus Alpha auf der Diagonale und Sinus Alpha auf die Nicht-Diagonale mit einem Minuszeichen, abhängig ob ich rechts oder links umdrehe. Wir können ähnliche Matrixen definieren für Rotationen um die Y-Achse. Wobei
ich ein rechtshandiges Koordinatensystem haben möchte. Also muss ich hier kurz aufpassen, dass ich die richtige Richtung nehme für meine Rotation um die Y-Achse. Und wenn ich um einen Winkel Beta rotiere, ist das gegeben mit der Matrix. Cosinus Beta 1. Cosinus Beta auf der Diagonale. Der Y-Koordinat ändert sich nicht. Und Sinus Beta minus Sinus Beta auf die Nicht-Diagonale. Und auch für eine Rotation um die Z-Richtung kann ich eine Matrix definieren, wobei ich dann ein 1 habe für die Z, Cosinus auf die Diagonale und Sinus und Minus Sinus auf die Nicht-Diagonale. Eine allgemeine Rotation um eine beliebige Achse und einen beliebigen Winkel kann ich jetzt schreiben als ein Produkt von einer Rotation um die X, Y und Z-Achse. Also für eine allgemeine Rotation kann ich mit drei Winkel angeben, ist Rz. Um Gamma, ein Winkel Beta um die Y-Richtung und ein Winkel Alpha um die X-Richtung. Natürlich könnte ich auch meinen Rotationsoperator definieren als eine Rotation um einen beliebigen Vektor um einen Winkel Theta. Und statt erst um die X-Richtung, dann um die Y, dann um die Z-Richtung, könnte ich auch sagen, ich rotiere mit einem Winkel Gamma um Z, dann mit einem Winkel Beta um Y und dann wieder mit einem Winkel Alpha um Z. Diese Winkel sind bekannt als die Euler-Winkel und man kann unterschiedliche Definitionen nehmen, um eine Rotation darzustellen. Am Ende sind die immer gegeben als Koordinatentransformationen, die mit solcher Art von Matrizen dargestellt werden können. Nun haben wir schon gesagt, dass Rotationssymmetrie zur Drehimpulserhaltung führt. Also lass uns zeigen, dass das so ist. Und dafür nutzen wir wieder das Noether-Theorem, so mein Rotationsoperator kommutiert mit der Hamiltonian. Und daraus folgt, dass der Erwartungswert von meinem Rotationsoperator erhalten ist. Und um jetzt zum Drehimpuls zu kommen, werde ich meinen Rotationsoperator als ein Differentialoperator schreiben, in Exponentialform bringen und weil das für jeden Winkel erhalten ist, ist damit auch der Exponent in meiner Exponentialform erhalten. Und das ist genau der Drehimpulsoperator. So, lass uns gucken, wie wir den Rotationsoperator als ein Differentialoperator schreiben können. Und dafür nehme ich den Operator um der Z-Achse mit einem infinitesimal kleinen Winkel d Gamma. Und wenn ich die auf ein Koordinatenvektor x, y, z aktivieren lasse, dann bekomme ich den neuen Vektor x Cosinus Gamma minus y d Gamma minus y Sinus
d gamma x sinus d gamma plus epsilon cosinus d gamma en z in die z-richting. Zo, de aussage, de erwartungswert is erhalten, also der zeitliche Abgeleiter is 0 en der is erhalten. Danke. Ik glaube, dat heb ik schon 5 oder 6 Mal falsch gemacht in die letzten 2 Wochen. Nun, wenn ich meinen Rotationswinkel nach 0 gehen lasse und am Ende werde ich unendlich viele von solchen Rotationen hintereinander durchführen, um wieder bei Winkel auszukommen, finde ich, dass mein Rotationsoperator um einen Winkel d gamma von meinem Vektor x, y, z ungefähr gleich wird an x minus y d gamma y plus x d gamma z. Der Cosinus von kleinen Winkel ist ungefähr 1, der Sinus von der kleinen Winkel ist gleich an der kleinen Winkel. Nun kann ich das schreiben als eine Translation. So, das ist gleich an eine Translation in die x-Richtung um minus y d gamma, eine Translation in die y-Richtung um x d gamma mal mein originaler Vektor. Und das haben wir letzte Woche R genannt. Und wir haben letzte Woche auch gesehen, was unser Translation-Operator ist. Wenn ich um einen Vektor R0 eine Translation mache, ist das gegeben als Differentialoperator durch e hoch minus i durch h quer R0 mal der Impulsoperator. Also, unser Operator für ein infinitesimal kleiner Winkel ist gegeben als e hoch minus i durch h quer x mal py minus y mal px mal der infinitesimal kleine Winkel. Für Winkel, die nicht unendlich klein sein, können wir sagen, dass der Winkel gleich ist an der Limes von n nach unendlich, von n mal 1 durch n mal der Winkel. Und das nennen wir unsere D-Gamma. Also der Rotationsoperator für einen beliebigen Winkel ist gegeben als e hoch minus der Limes von n nach unendlich e hoch minus i durch h quer
x py minus y px mal 1 durch n mal mein Winkel und das insgesamt hoch n. Wenn ich ein Exponent multipliziere, kann ich das, was im Exponent steht, addieren. Also ich muss n mal 1 durch n addieren. Und damit finde ich, dass das gleich ist an e hoch minus i durch h quer x py minus y px mal der Winkel Gamma. Und ähnlich für Rotationen um die x- oder y-Achse finden wir, dass für eine Rotation um die x-Achse mit einem Winkel Alpha der Operator gegeben ist als i durch h quer ypz minus z py mal Alpha oder für eine Rotation um die y-Achse e hoch minus i durch h quer y px minus x py mal der Winkel, die wir rotieren. Nun können wir den Drehimpulsoperator einführen, genau so wie wir die aus der klassischen Physik kennen, der Koordinat mal der Impulsoperator. Das hier ist ein Vektoroperator, also das ist gegeben als ein Vektor Lx, Ly, Lz, wobei jedes Komponent meiner Vektor ein Operator ist. Und der ist gegeben als ypz minus z py z px minus x pz und x py minus y px. Und wenn wir die Terme vergleichen, sehen wir genau, dass das die Terme sind, die wir hier auch im Exponent haben. Also im Allgemeinen eine Rotation um eine Achse i mit einem Winkel Theta ist gegeben als e hoch minus i durch h quer und dann der Drehimpulsoperator, seine ite Komponent, mal der Winkel Theta. Und weil das ein Symmetrieoperator ist, wissen wir, dass der Hamiltonian mit diesem Operator kommutiert und das für alle Richtungen, worum ich drehe, und für alle Winkel, womit ich drehe. Damit gilt, dass der Zeitabgeleite von der Operator null ist. Und wenn eine Exponentialfunktion null ist, für jede beliebige Wert, die ich in der Exponent setzen kann, muss auch der Drehimpulsoperator erhalten sein. Und damit folgt, dass auch der Zeitabgeleite von der Drehimpulsoperator für jede beliebige Richtung, also der Vektor,
erhalten ist. Oder der Erwartungswert von meinem Drehimpulsoperator ist zeitunabhängig. Und das für alle Wellefunktionen. Ja, gerne. Absolut. Ja, das kann nicht sein. So, die Frage war, der Rotation um y müsste von x und z abhängig sein und das stimmt. Und ja, sehr gut, Dankeschön. Nun habe ich am Anfang ein Hamiltonian aufgeschrieben, die rotationsinvariant ist, mit ein allgemeines Potential, was von der Abstand vom Zentrum abhängt. Und diese Hamiltonian oder Hamiltonianer von dieser Form möchten wir sehr oft diagonalisieren. Wir möchten die Eigenzustände wissen von diesem Hamiltonian. Zum Beispiel im nächsten Kapitel, wo wir das Wasserstoffatom beschreiben, haben wir genau ein Hamiltonian dieser Form. Um das zu machen, können wir nutzen, dass Eigenzustände von unseren Symmetrieoperatoren auch Eigenzustände sind von unseren Hamiltonian. Aber nur, wenn die nicht entartet sind. Also nicht entartete Zustände von L sind Eigenzustände von H. So, die Frage, die wir beantworten müssten, ist erstmal, sind die Eigenzustände von meinem Drehimpulsoperator entartet? Wenn die das nicht sind, werden wir den Drehimpulsoperator diagonalisieren. Wenn die das sind, müssen wir noch ein bisschen weiter denken. Also, die erste Frage, die wir behandeln werden, ist, sind die Eigenzustände von L entartet? Also gibt es zwei linear unabhängige Zustände. Die Eigenzustände sind von meinem Drehimpulsoperator, aber unterschiedliche Eigenwerte haben, aber gleiche Eigenwerte haben. Lass uns annehmen, dass der Drehimpulsoperator keine Entartung hat. Also jeder Eigenzustand hat seinen unike Eigenwert. Und dann werde ich zeigen, dass das zu internen Konflikten führt. Ich mache schon einen Spoiler, das ist falsch. Aber lass uns zeigen, dass das zu Konflikten führt und beweise, dass das eine falsche Annahme ist. Wenn das so wäre, müsste es so sein, dass Eigenzuständen von Lx auch Eigenzuständen von H sind. Weil mein Drehimpulsoperator
mit der Hamiltonian kommutiert und damit alle Eigenzustände von Lx auch Eigenzustände von H sein müssten. Nun, wenn das so wäre, müsste die Eigenzustände von der Hamiltonian, weil der Hamiltonian auch mit Ly kommutiert, auch Eigenzustände von Lx sein. Wenn das so wäre, müsste ein Eigenzustand von Lx auch ein Eigenzustand von Ly sein. Und weil wir keine Entartung haben, müsste dann gelten, dass Lx mit Ly kommutiert. Und das stimmt nicht. Also lass uns den Kommutator von Lx und Ly ausrechnen, zeigen, dass der nicht 0 ist und damit muss es notgedrungen irgendwo Entartungen in mein System geben. Also der Kommutator von Lx und Ly. So, wir werden herausfinden, der ist nicht 0, damit gibt es Entartungen. Damit kann ich nicht einfach meinen Drehimpuls diagonalisieren, um die Eigenzustände von meinem Hamiltonian zu finden. Wir werden aber dann eine Kombination von zwei Operatoren einführen, die keine Entartung mehr hat und damit können wir die Eigenzustände von unserem Operator finden. Also das Idee ist immer noch, dass wir unsere Symmetrieoperatoren diagonalisieren und nicht der Hamiltonian, weil das oft viel einfacher ist. Aber wir haben Entartungen in unsere Drehimpulseigenzustände, also müssen wir ein bisschen mehr Arbeit machen. So, der Kommutator von Lx und Ly ist gegeben als der Kommutator von YPZ minus ZPY mit ZPX minus XPZ. Das können wir ausschreiben. Wir haben YPZ mit ZPX. Wir haben ZPY mit ZPX. Dann haben wir YPZ mit XPZ und der letzte ZPY mit XPZ. Z kommutiert mit Z. PY ist der Abgeleiter nach Y, PX ist die Abgeleiter nach X. Auch die beiden kommutieren miteinander, also der ist 0. Und hier auch der ist 0. So, was übrig bleibt, sind zwei Kommutatoren. YPZ mit ZPX plus ZPY mit XPZ. Ich habe hier YPZ mal ZPX minus ZPX mal YPZ. Der Y kommutiert mit alles, also die darf ich einfach rausziehen. Und gleich hier der PX kommutiert mit alles, also was übrig bleibt, ist PZ, Kommutator mit Z.
ähnlich hier. Ich habe ein x, die nirgendwo anders als Koordinat auftaucht. Und ein py, die nirgendwo auftaucht. Und hier ein z, pz. Pz ist i mal h quer, mal der Abgeleiter nach z. Und der Abgeleiter nach z mit z hat einen Kommutator von 1 oder hier in die andere Reihenfolge von minus 1. Also der Kommutator ist minus i h quer und der Kommutator ist i h quer. Sodass was übrig bleibt, gleich ist an i h quer x py minus y px. Was gleich ist an i h quer mal der Drehimpulsoperator in die z-Richtung. Also wir finden, dass der Drehimpulsoperator in die x- und die y-Richtung nicht miteinander kommutieren, aber der Drehimpulsoperator in die z-Richtung ergeben. Damit ist der nicht falsch, damit kann es nicht so sein, dass all meine Operatoren nicht entartete Eigenzustände geben. Damit müssen wir irgendwie Entartung in mein System haben und reicht es nicht, um den Drehimpulsoperator zu diagonalisieren, um die Eigenzustände von meinem Hamiltonian zu finden. Nun gibt es dafür eine Lösung. Was wir tun können, ist eine Menge von Symmetrieoperatoren zu suchen. O1 bis On. Sodass die Eigenzustände von der Operator O, die ich als eine Summe von irgendeiner komplexen Zahl mal der Operator I, nicht entartet sind. Diese Kombination, die ich hier mache, von meinen Symmetrieoperatoren, ist nicht unik. Ich kann unterschiedliche Symmetrieoperatoren nehmen, die ihre Eigenwerte haben, sodass die Zustände unik definieren. Aber ich hätte auch andere Symmetrieoperatoren nehmen können. Und damit würde ich eine andere Basis für mein System finden. Wenn ich entartete Zustände habe in meinem Hamiltonian, kann ich immer Linearkombinationen von diesen entarteten Zuständen nehmen, die die gleiche Energie haben. Also wir haben eine Wahl, wie wir unsere Basis definieren. Oder eine Wahl in Quantisierungsachse. Achse. So halbwegs. Ja, eine Frage. Ja, sehr gute Frage. Also die Frage ist, wieso werden die mittleren beiden Kommutatoren 0, aber die äußeren nicht? Also die beiden sind 0, aber die äußeren nicht. Und
Der Kommutator von x und y, was einfach Zahlen sind, ist 0. Der Kommutator von der Abgeleiteten in die x-Richtung mal y ist der Abgeleiteten in der x-Richtung mal y minus y mal der Abgeleiteten in die x-Richtung. Und wir müssen immer dazu denken, dass der auf eine Funktion aktiert, die in meinem Fall von zwei Koordinaten abhängt. Der Abgeleitete in die x-Richtung macht nichts mit y. Also y kann ich einfach hier vorne setzen und damit ist auch dieser Kommutator 0. Ähnlich ist das, wenn ich einen Abgeleitete in die x-Richtung mit einem Abgeleitete in die y-Richtung kommutieren würde. Da gucke ich in zwei unterschiedliche Richtungen und damit ist der Kommutator immer 0. Anders wird es, wenn ich ein Abgeleiter in die x-Richtung habe und ein x hier stehen habe, weil dann würde mein Abgeleiter auch auf der x aktieren. Also ich muss gucken, ob ich Abgeleiter und Variable habe, die in die gleiche Richtung zeigen. Hier habe ich ein Abgeleiter nach z und ein z, also nicht 0. Ein Abgeleiter nach y und kein y. Abgeleitet nach z, aber kein z. Damit sind die beide 0. Sehr gute Frage, danke schön. Auch ein sehr wichtiges Punkt, um zu erkennen. Wir machen 10 Minuten Pause. Wir gehen ein Viertel nach weiter. Und dann werde ich euch zeigen, wie wir eine Basis an Operatoren nehmen können, die unike Eigenzustände haben. Wir haben vor der Pause gesehen, dass wir auf der Suche sind nach die Eigenzustände von unserer Hamiltonian mit Rotationssymmetrie. Und wir wissen, dass wenn ich einen Symmetrieoperator habe, sehr oft seine Eigenzustände viel einfacher zu bestimmen sind. Und wenn ein Symmetrieoperator keine entadderten Eigenzustände hat, sind das auch Eigenzustände meiner Hamiltonian. Aber die Eigenzustände von LZ sind entartet. Nun haben wir mehr Eigenoperatoren oder Symmetrieoperatoren als nur LZ. Und wir können Linearkombinationen machen aus unseren Symmetrieoperatoren, sodass wir ein Operator definieren, die keine Entartung mehr hat. Und wir sind damit auf der Suche nach einem Operator O, die wir schreiben als eine Summe über Symmetrieoperatoren, sodass der Operator O mit der Hamiltonian kommutiert und O keine Entartung hat. Von seinen Eigenwerten. Nun, lass mir ein kleiner Spoiler geben und schon mal sagen, wo wir hinkommen, sodass man sehen kann, was hier oben genau gemeint ist. Wir werden später uns der Operator L² angucken und L² hat die Eigenwerte L von 0 bis unendlich. Gab es eine Frage? Oder? Nee. Und eine Entartung von 2L plus 1 für jeden Eigenwert. Also auch L² bei sich selbst ist kein Operator, die keine Entartung hat. Aber der Operator LZ hat für jeden Zustand L die Eigenwerte von minus L bis zu L.
Und das sind genau 2L plus 1 Zustände. Also eine Linearkombination von L² und Lz ergibt ein Operator O, die kein Eigenwerte hat. Die keine Entartung hat in seine Eigenwerte. Zum Beispiel würde O ist L² plus Wurzel 2, Lz hat keine Entartung. Soweit für, wo wir hinwollen. Generell, wenn wir auf der Suche sind nach einem Operator ohne Entartung, die ein Symmetrieoperator ist, können wir Polynome nehmen in alle Symmetrieoperatoren. Also generell sagen wir, O ist gegeben als ein Polynom. In L. Also der erste Operator, den wir nehmen könnten, wäre Lz. Wir haben schon gesehen, dass Lx und Ly nicht mit Lz kommutieren. Also für gemeinsame Eigenwerte oder gemeinsame Eigenzustände wäre das mal schlecht. Und dann können wir die nächste Ordnung nehmen. Und der nächste Ordnung wäre Lx² plus Ly² plus Lz². Natürlich hätte man auch nur Lx² nehmen können oder nur Ly² oder zwei davon. Aber der symmetrische Operator ist derjenige, der am Ende funktioniert. So, lass uns erst zeigen, dass der Kommutator von diesen beiden Zuständen 0 ist. Also der Kommutator von Lz und L² ist gegeben als der Kommutator von Lz mit Lx² plus Ly² plus Lz². Nun, dass Lz mit Lz² kommutiert, ist logisch, also bleibt noch der Kommutator von Lz mit Lx² plus Ly² übrig, die wir uns angucken müssen. Der Kommutator von Lz mit L² ist damit gegeben als Lz Lx² minus Lx² Lz plus Lz Ly² minus Ly² Lz. Jetzt kann ich hier ein Lx und Lz kommutieren miteinander, also das ist Lx Lz minus der Kommutator von Lx Lz mal Lx, weil ich hier ein Lx² habe, und das gleiche mache ich hier, minus Lx, und jetzt mache ich Lz, Lx minus der Kommutator von Lz mit Lx plus, und das ähnlich für die Terme mit Lz und Ly.
Hier heb ik Lx, Lz, Lx, minus Lx, Lz, Lx, also der fallen weg. En wat übrig blijft, is de commutator van Lx met Lz, mal Ly, mal Lx, minus Lx, met de commutator van Lz en Lx. Die kan ik omdrehen, bekomme dafür een minuszeichen. Hier heb ik een minus mal een minus, also dat is een plus. Also Lx mal de commutator Lz. Lx plus de commutator Lz. Lx mal Lx, ik heb die beide omgedreht. Plus, en jetzt. Das gleiche mit Ly und Lz. Also Ly, Lz, Ly plus Lz, Ly, Ly. Jetzt können wir die Kommutatoren einsetzen. Und das ist gleich an I mal H quer. Lx und der Kommutator von Lz und Lx ist Ly. Plus Ly Lx. Minus der Kommutator von Lz und Ly ist Lx. Minus Lx, Ly. Und wie wir jetzt sehen, habe ich hier ein Lx, Ly, minus Lx, Ly, Ly, Lx, minus Ly, Lx. Also ergibt das 0. Also, Lx kwadraat commutiert met Lz. En ähnlich finden wir auch, dass Lx met L kwadraat commutiert. Oder Ly met L kwadraat commutiert. Wir können jetzt als unser Operator, die keine entartete Eigenzustände mehr hat, eine Linearkombination versuchen von L² und Lz. Oder von L² und Lx. Oder von L Quadrat und Ly. Wir haben eine Wahl und die Eigenzustände von dieser Menge oder der simultanen Eigenzustände von diesen Operatoren werden eine Basis definieren und abhängig von den Operatoren, die wir wählen, werden wir eine andere Basis bekommen. Wobei entaderte Zustände von der Hamiltonian unitär transformiert sind ineinander. Was ich noch nicht gezeigt habe, ist, dass eine Linearkombination von diesen beiden Operatoren tatsächlich keine Entartung hat oder dass diese beiden Operatoren die Eigenzustände der Basis eindeutig definieren und komplett definieren. Also, lass uns das jetzt machen und wir machen das durch die Eigenzustände explizit zu finden.
Also, wir sind auf der Suche nach der Eigenzustände. Von L Quadrat und LZ. Ich nehme hier die Z-Richtung, aber im Prinzip hätte ich genauso gut die X- oder die Y-Richtung nehmen können. Es gibt nichts Spezielles an die Z-Richtung. Wir werden nachher sehen, dass unsere Basis dafür auch die Z-Richtung anders aussehen lässt als die X- oder die Y-Richtung, aber wir hätten, wenn wir hier LX genommen hatten, einfach eine Rotierung unserer Basiszustände bekommen. Um dann die Eigenzuständen von unseren Drehimpulsoperatoren zu finden, werde ich eine algebraische Lösung suchen. Und das ist ähnlich, wie wir bei der harmonischen Oszillator gesehen haben, die zweite Methode. Also, wir werden Leiteroperatoren definieren, womit ich von einem Eigenzustand in einen anderen Eigenzustand übergehen kann. Ich werde die Grundzustand oder einen Zustand mit Minimaldrehimpuls finden, sodass ich darauf aktieren kann und damit alle anderen Eigenzustände generieren kann. Und um das machen zu können, brauchen wir Leiteroperatoren. Und dafür definieren wir L plus als Lx plus I Ly. Und dass der Eigenschaft einer Leiteroperator hat, werden wir später sehen. Und L minus definieren wir als Lx minus I Ly. Und der hermetisch konjugierte von L plus ist L minus, weil unser Drehimpulsoperator hermetisch ist. So, Lx dagger ist Lx, Ly dagger ist Ly, minus I dagger ist I. Jetzt werden wir eine Anzahl Kommutatoren brauchen und die Herleitung würde ich empfehlen, zu Hause einmal durchzugehen. Der Kommutator von L plus und L minus ist 2 H quer mal LZ. Der Kommutator von L plus und LZ ist minus H quer mal L plus. Der Kommutator von L minus mit LZ ist plus H quer L minus. Und unsere Leiteroperatoren kommutieren mit L Quadrat. LZ kommutiert, ähnlich kommutiert LX und LY und damit kommutiert auch L plus und L minus. Nun als erster Schritt, um die Eigenzustände von L Quadrat und LZ zu finden, werden wir zeigen, dass es einen Minimalwert gibt für den Eigenwert. Genauso wie bei den Leiteroperatoren in der harmonischen Oszillator gezeigt haben. Und wir haben, dass L plus Dagger gleich ist an L minus. Und damit gilt, dass der Erwartungswert von L plus L minus gleich ist an L minus Dagger, also L minus mal der Wellefunktion, L minus mal der Wellefunktion. Das ist das Innenprodukt oder der Norm von einer Wellefunktion und der ist immer größer als gleich 0. Ähnlich können wir sagen,
dat is de erwartungswert van L minus L plus, gegeven is als L plus, mal L plus, also de norm van L plus, mal phi, psi, en ook der is groter als gleich 0. Nun kunnen we L minus L plus ook als operator ausschreiben. En we weten dat dat Lx minus I Ly Lx plus I Ly is. Also Lx kwadraat. Ly mal Ly is Ly kwadraat, I mal I is minus 1 met een minus is 1, also Lx kwadraat plus Ly kwadraat plus I mal de commutator van Lx en Ly. Lx mal Ly minus Ly Lx. En dat is gleich aan L kwadraat minus Lz kwadraat. Ik heb nu x kwadraat en y kwadraat. Minus h kwer Lz als de commutator. Ähnlich kan ik L plus L minus schrijven als L kwadraat minus Lz kwadraat plus h kwer Lz. Wanneer ik dat combineer, wijs ik dat de erwartungswert van deze operator groter gelijk zijn moet aan 0. Also, ik wijs dat de erwartungswert van L kwadraat minus Lz kwadraat minus H kwer Lz oder plus groter gelijk zijn moet als 0. Ik wil een grenzen voor Lz opschrijven kunnen. Also de absolute waard van de erwartungswert van Lz, weil het zowel voor plus als minus gelden moet, moet kleiner als gleich zijn als de erwartungswert van L kwadraat minus Lz kwadraat. Also, es gibt een Untergrenze und een Obergrenze van de erwartungswert van Lz. Damit kunnen we een Minimum versuchen zu finden und dann mit Leiteroperatoren alle andere genereren. Maar we weten ook dat het dan nu een endliche menge aan eigen toestanden geven kan, weil we ook een oberwert hebben. Nun kan ik zeggen dat voor mijn eigen toestanden van Lz, dat die de eigenwert m hebben. En daarmee kijk ik nur die Eigenzustände an. En daar komt nog een Hackwert dazu. Jetzt kan ik angucken, was passiert, wanneer ik met mijn Leiteroperatoren auf diesen Eigenzustand aktieren. Also n plus minus auf den Eigenzustand van Lz mal m. En ik wil zeigen dat ook dat een eigenzustand van Lz is. Also
Ich will zeigen, dass der Zustand L plus minus mal M ein Eigenzustand ist. Und ich weiß, was der Kommutator von LZ mit L plus minus ist. Also, das ist L plus minus LZ plus der Kommutator von LZ mit L plus minus auf Zustand M. Und das ist gleich an L plus LZ mal M ergibt MH quer. Und der Kommutator von LZ L plus minus ist L plus minus mit ein Plus- oder Minuszeichen. Und das alles mal M. Und damit finden wir, dass der Zustand gleich ist an M plus minus 1 mal H quer mal der Operator L plus minus mal der Zustand M. Also, wann M ein Eigenzustand ist von LZ mit Erwartungswert M, dann ist mein Leiteroperator mal M auch ein Eigenzustand von LZ mit Erwartungswert M plus minus 1 mal H quer. Oder, und das könnte auch noch sein, L plus minus mal M ist 0. Also ist ein Eigenzustand. Oder L plus minus mal M ist gleich 0. Und wir wissen, dass das auftreten müsste, weil die Eigenwerte von LZ begrenzt sind. Nun, lass uns L als der Maximalwert für M definieren. Also, M ist immer kleiner oder gleich L. Ja, eine Frage. Ja, so, der Frage ist, wir haben gezeigt, dass die Eigenwerten begrenzt sein müssen, aber wir haben bis jetzt nicht gezeigt, dass die Eigenwerten diskret sein müssten. Also hier zeige ich nur, dass es eine Ober- und Untergrenze gibt, aber ich zeige nicht, dass es diskret ist. Ich nehme hier an, dass LZ mal phi m gleich an m mal h quer mal phi m ist. M dürfte durchaus noch eine kontinuierliche Variable sein. Ich habe danach gezeigt, dass wir mit einem Leiteroperator aus einem Zustand auch einen anderen erzeugen können. Auch hier dürfte m, bis jetzt darf m noch eine kontinuierliche Variable sein. Was wir gezeigt haben, ist, dass, wenn das der Zahlenlinie für m ist, 0, 1, 2, wenn ich hier einen Eigenzustand habe, gibt es auch hier einen Eigenzustand und da einen Eigenzustand und da die mit L plus und L minus erzeugt werden können. Wo ich auf der Zahlenlinie bin, wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, ob es vielleicht nicht mehrere Sets von solchen Eigenzuständen gibt. So, was ich jetzt sage, ist, es gibt ein Maximum und das Maximum nenne ich L. So dass, wenn ich
hier mit dem L-Plus-Operator auf aktieren würde, das auf 0 abgebildet wird. Meine Zustände werde ich jetzt als LM bezeichnen. Für unterschiedliche Maxima von L könnte ich unterschiedliche M-Werte finden. Lass uns gucken, was der Operator L minus L plus macht, wenn ich auf den Zustand L M ist L aktiere. Nun, das musste der Zustand L ML plus 1 werden, aber L ist das Maximum, also dieser Zustand muss 0 sein. Nun, der Operator L minus L plus haben wir schon umgeschrieben nach L Quadrat minus LZ Quadrat minus H Quadrat LZ. Der Erwartungswert von LZ Quadrat ist H Quadrat M Quadrat. Und weil M gleich ist an L, ergibt das L Quadrat minus L Quadrat H Quadrat minus der Erwartungswert von LZ ist M ist gleich an L, also H Quadrat L mal der Zustand M ist gleich L. Und damit folgt, dass L Quadrat mal der Zustand L, M ist L, gleich ist an L mal L plus 1 mal H Quadrat mal der Zustand L, M ist L. Also der Zustand mit M gleich L, wobei L der Maximumwahlwert ist, die ich annehmen kann, ist ein Eigenzustand von der Operator L Quadrat mit Eigenwert L mal L plus 1. Das gleiche kann ich auch machen, wenn ich L plus L minus auf der Zustand L, M ist minus L, aktieren lassen. Und auch daraus folgt, dass dieser Zustand ein Eigenzustand ist von der Operator L Quadrat mit Eigenwert L mal L plus 1 H quer Quadrat. Nun wissen wir, dass L Quadrat mit dem Operator L plus kommutiert. Also, wenn ich mit L plus auf der Zustand L, M ist minus L aktiere, dann ist das gleich an L plus hoch N mal L Quadrat, L ist L, M ist minus L. Also, auch das sind Eigenzustände mit Eigenwert L, L plus 1, H quer Quadrat. L plus hoch N, M ist L. M ist minus L. So, alle Zustände mit
gleiche L, aber unterschiedliche M sind Eigenzustände von der Operator L Quadrat mit Eigenwert L mal L plus 1 H Quer Quadrat. Also der Zustand Lm ist für alle m kleiner gleich L ein Eigenzustand von der Operator L Quadrat mit Eigenwert L mal L plus 1 mal H Quer Quadrat. Nun, welche Werte von L sind erlaubt? Und wenn wir uns die Erwartungswert von der Operator L plus L minus angucken, dann ist der gegeben durch den Erwartungswert von der Operator L Quadrat minus LZ Quadrat plus H Quadrat LZ plus HLZ und gleichzeitig ist er gegeben und das ist gleich an L mal L plus 1 minus M Quadrat plus M mal H Quer Quadrat. Oder L plus M, L minus M plus 1 mal H Quer Quadrat. Gleichzeitig kann ich den Operator oder den Erwartungswert auch schreiben als L minus LM, L minus LM. Und ich weiß, dass L minus LM der Zustand L M minus 1 ergibt, aber mit der Normierung und der Norm steht genau hier, weil das ist L minus LM mal minus LM. Also kriege ich einen Vorfaktor, der gegeben ist aus der Wurzel von L plus M mal L minus M plus 1 mal H. Und ähnlich finde ich, dass L plus mal LM der Wurzel von L minus M mal L plus M plus 1 mal H quer LM plus 1 ist. Aber ich will, dass L plus L M ist L 0 ergibt. Nun, wann ich hier gucke und M gleich an L ist, dann stimmt das.
Gleichzeitig muss L minus hoch 2L, L, M ist L, 0 ergeben. 2L plus 2. Das passiert, wann M gleich an L minus 2L gleich ist an L. Und das passiert, wann 2L gleich ist an eine ganzzahlige Zahl. Also 2L muss gleich sein an eine ganzzahlige Zahl. Sodass ich sowohl für L kleiner of M kleiner als L, als auch für M größer als L 0 bekomme, wenn ich mit L plus auf meinen Zustand aktiere. Also L muss gleich sein an ein halb mal eine ganzzahlige Zahl und damit ist auch M gegeben durch ein halb mal eine ganzzahlige Zahl. Also wir können Drehimpuls von 0 haben oder 1,5 oder 1 oder 3,5 und so weiter. Und ich werde nächste Donnerstag weitergehen mit Explorationen. Zitte Darstellungen zu finden, was die sphärisch harmonische sind und dann zu gucken, wie man Drehimpuls miteinander addieren kann. Wir sehen uns.